Mein Name ist Erwin Albu, ich bin aus Zeilen. Ich war Vorsitzender des Deutschen Forums bis 2011 in Zeilen und zweimal Stadtrat in Zeilen. Und 2012 habe ich als Unabhängiger, leider ohne der Unterstützung des Deutschen Forums, das war die Lage da vorortlich, kandidiert in Zeilen und ich habe als Zweiter abgeschnitten. Und 2016 habe ich vor, in Zeilen Bürgermeister zu sein. Deshalb, Herr Fabricius, Sie haben da oft erwähnt, dass man eigentlich in der Politik auch mit dem Anreiben da zu tun hat, nicht? Und bestimmt in dieser hohen Luft, in dieser oberen Schicht, wo Sie sich befinden, ganz legitim und ganz gute Arbeit leisten, finde ich auch, ist es eigentlich ganz klar, dass man Anreibungen da mehr hat, als mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Vorortlich aber, und das war eigentlich das waren oft genug die Situation, wo ich mir als Stadtrat in Rumänien Kritik angehäuft habe, muss man mit der Faust auf den Tisch schlagen. Muss man manchmal sogar den Tisch umkehren. Ja? Das ist in Rumänien noch der Fall. Wir sind in so einer Situation. Und deshalb, weil ich mich in einer Europareise auch in Straßburg, in Luxemburg, in München und jetzt auch hier in Dünkelsbühl befinde, wo ich ein bisschen aufmerksam machen will auf das Abholzen in Rumänien, das Verschwinden der Wälder, möchte ich Sie bitte fragen, die vorne stehenden und überhaupt Sie, Herrn Fabricius, was die Position ist gegenüber des Verschwinden des Waldes in Rumänien. Viel zu oft, das habe ich leider gesagt und ich will niemanden damit kränken, aber viel zu oft als politische Vertreter in Rumänien über das Deutsche Forum, und ich spreche jetzt nicht eigentlich über die Lokalpolitiker aus Hermannstadt, denn dort wird gute Arbeit geleistet, aber anderswo verkriecht man sich als Gemeinde und als politische Vertretung zu viel hinter den eigenen Kirchenmauern. Und man befasst sich nicht mit aktuellen Themen, mit ganz heißen Themen. Man lässt sie, das hat vielleicht auch mit der Natur oder mit dem, was man über das Sachsentum immer sagt, dass es ein ruhiges Volk ist, dass es ein Volk ist, das sich nicht so einmischt in großen Skandale. Aber ich denke, dadurch hat man von seitens der Rumäner, der rumänischen Bevölkerung auch immer außerdem der großen Anerkennung zum Beitrag an die rumänische Geschichte, an die Geschichte des Landes, aber auch immer eine kleine Kritik hervorgerufen. Ach, die kümmern sich sowieso nur um ihr eigenes. Also bitte eine Stellungnahme gegenüber der Position, die ich jetzt auch über dieses T-Shirt da vertrete, Save the Romanian Forests, das trage ich überall in Europa jetzt. Was ist die Situation mit dem Verschwinden des Waldes überhaupt, weil da deutsche Firmennamen auch im Spiel sind in letzter Zeit. Dankeschön. Danke. Österreichische. Und österreichische. Ja, Dankeschön. Ich würde gleich auf die Antwort eben von Bernd Fabricius hören, denn Sie haben ihn direkt angesprochen. Ja. Vielen Dank. Ich danke auch, dass Sie mich direkt angesprochen haben, weil ich natürlich jetzt die Möglichkeit habe, noch zwei, drei andere Punkte, die vorher angesprochen wurden, vor meinen Kollegen zu beantworten. Wenn man einem Politiker ein Mikrofon gibt, nützt er das auch. Es wurde gesagt, dass der Begriff des Sachsen, auch darum will ich noch ein bisschen herumreiten, zuerst historisch so definiert worden war, dass das ein Bürger auf sächsischem Boden gewesen ist. Stimmt absolut, unterschreibe ich sofort. Und das gilt aber, und hier kommt auch ein bisschen Trauer und Melancholie wegen Vergangenem auf, solange es eine sächsische Staatsbürgerschaft gibt, solange es eine Institution, eine Körperschaft gibt, die vermitteln kann. Aber wenn ich das betrachten würde, müsste ich ja sagen, dass mit Auflösung der Sächsischen Nationsuniversität, also mit einer staatlich institutionalisierten Verantwortung, auch diesen Bürger Sachsen untergegangen sein. Und das sehe ich nicht so. Mir hat ein anderer Gedanke viel besser gefallen, den auch du, lieber Paul, ich hoffe, dürfen bei der sehr vertrauten
auch Anrede bleiben, weil ich denke, solche Themen kann man nur mit sehr viel Vertrautheit miteinander besprechen. Der Begriff des Bewusstseins hat mir viel besser gefallen. Also wieso sprechen wir nicht einmal von Bewusstseins-Sachsen oder von Bekenntnis-Sachsen? Weil wir dann vielleicht dem Kern ein bisschen näher kommen, speziell in einer Zeit, wo geografische Grenzen immer mehr verschwinden. Ich habe einmal den Satz gesagt, dass die europäische Osterweiterung 2007 den Siebenbürger Sachsen ihre Heimat zurückgebracht haben. Ich bin in Hermannstadt EU-Inländer, ich bin dort kein Ausländer. Also bin ich ja wieder Sachse. Kann man das auch so sehen? Nächster Punkt, der gefragt worden ist. Heimattag. Ich denke, Heimattage sind ja Treffen von Menschen und es gibt mehrere, ich verwende bewusst die Mehrzahl. Heimattage feiert man dort, wo man lebt. Selbstverständlich gibt es den Sachsentag. Oft früher in Birthelm, das war aber schon in Bistritz, in Mühlbach unlängst. Wir feiern auch dort, selbstverständlich sind wir auch dort. Ich finde es allerdings nicht gut, wenn wir sagen, wir feiern jetzt nur noch einen, und zwar den aus einer geografischen Verortung nur in Siebenbürgen. Und dann sollen die paar 10.000, die gestern in Dinkelsbühl waren, die Polizei schätzt auf 26.000, mit Bussen nach Mühlbach fahren, weil dort, ich denke, wir sollten weiterhin gemeinsam feiern, so oft sich die Gelegenheit dazu ergibt, zu Pfingsten in Dinkelsbühl, und wir feiern genauso gemeinsam im September in Siebenbürgen. Ich denke, dass das eine zukunftsorientierte Auslegung wäre. Lieber Herr Kollege Albu, Kollege, weil Sie Politiker sind, ich würde mich zuerst von Kategorien wie hohe Luft und unten verabschieden. Ein Politiker, der so denkt, ist es nicht mehr lange. Egal wo man arbeitet, muss man sich immer klar machen, dass es die gleiche Luft ist, die man atmet und in der man sich bewegt, wie die Menschen, die man vertritt. Also wenn man irgendwann die Bodenhaftung verliert, wie gesagt, dann ist man lange Politiker gewesen. In Rumänien muss man auf den Tisch schauen und den Tisch manchmal umdrehen. Hier gebe ich Ihnen aus der Beobachtung von draußen recht. Ich habe das unlängst in einer rumänischen Publikation mit Circ Politik beschrieben, von dem sich aber Rumänien schleunigst verabschieden sollte. Ich denke, man sollte auch dort zu einer pragmatischen Sachpolitik kommen, wo man argumentativ und nicht mit populistisch-rattenfängerischen, wirksamen, effekthascherischen Nachrichten reagiert, wo man dann auch mal auf den Tisch hauen muss mit der Faust. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Frage, was ist mit dem Wald in Rumänien? Ich würde mich hier mit der Frage beschäftigen, warum Sie das fragen. Aber damit Sie das gut verstehen, äußere ich zuerst eine Meinung, damit Sie mich nicht missverstehen anschließend. Ich bin, wenn Sie mich privat fragen, absolut dafür, dass man Naturreservate, die unsere Heimat ausmachen, schützt, so gut es geht. Und dass man sogar strafrechtliche Maßnahmen eingreift, gern auch gegen österreichische Firmen. Von Deutschen habe ich noch nichts gehört, da sollten wir schon genau differenzieren. Gerade wegen dieses Circ-Politik, ich habe nämlich mitbekommen, was die letzten zwei Wochen genau dazu war und wie man in diesem politischen Zirkus versucht, dem einen oder anderen Politiker, der nichts damit zu tun hat, daraus einen Strick zu drehen, als politischen Zirkus. Deswegen muss man sich bei solchen Fragen immer klar machen, in welcher Eigenschaft beantworte ich die jetzt? Warum interessiert mich die überhaupt? Nun, als Mitglied des Deutschen Bundestages darf mich die Frage nicht interessieren. Genauso wenig wie es irgendein Mitglied in Rumänien interessieren darf, ob die Bundesrepublik oder der Bundestag, der dafür zuständig ist, entscheidet, was in den Auen in Landshut passiert und ob da irgendein Bauvorhaben läuft. Es gibt keine Legitimation zu dieser Vertretung. Als Mensch bin ich aber fest der Meinung, dass es nicht sein darf, dass man gewachsene Urwälder in unserer Heimat kaputt macht. Ich versuche das um den ersten Bereich, den ich gesagt habe, nämlich die Repräsentanz, die Positionierung und die Macht, die daraus erwächst, zu nutzen. Ich versuche mich trotzdem, auch wenn ich das eigentlich nicht darf, mich immer da zu positionieren, wenn ich irgendeinen Bezug zu einem Thema herstellen kann, für das ich mich verantwortlich fühle. Ich bringe ein Beispiel. Ich habe relativ am Anfang meiner Tätigkeit eine Reise nach Rumänien gemacht und habe
auf die öffentlichen Berichte zu Fracking-Untersuchungen der Firma Prospektion reagiert. Bin ganz bewusst in Ortschaften gefahren, wo ich gesehen habe, was los ist. Habe sogar eine Presseerklärung herausgegeben, habe Briefe geschrieben bis in höchste Stellen in Rumänien, aber ich hatte die thematische Anknüpfung, dass diese Fracking-Untersuchungen im Umfeld geschützter siebenbürgisch-sächsischer Kirchenburgen passieren, die sogar in EU-Förderprojekte gekommen sind, die durch diese Untersuchungen technisch nachweisbar gefährdet worden sind. Eine solche thematische Anbindung setzt mich in die Lage, etwas zu sagen. Aber ich könnte mich jetzt nicht als Bundestagsabgeordneter dazu äußern, dass man in Rumänien einen Baum schlecht abholzt. Ich kann Rumänien auffordern, die reguläre Gesetzeslage einzuhalten. Aber darüber hinaus habe ich für die Frage keine Kompetenz. Ich habe aber sehr wohl eine Meinung und die habe ich geäußert. Ich hätte auch noch eine ganz kurze Ergänzung. Wir im Westen haben die Untugend, dass wir überall wissen, was Demokratie ist, den Russen, den Ukrainern, überall zusammen, wie sie zu leben haben. Und das empfinde ich sehr oberlehrerhaft. Ich denke, jedes Land sollte seine Probleme lösen und mit seinen Möglichkeiten wahrnehmen. Nicht, dass wir plötzlich mit unserer Klugheit ihnen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Das ist aber nur eine persönliche Da möchte Meinung. Ich aber doch nur so Folgendes sagen. Es ist ein europaweites Problem, genau wie das Verschwinden des Dschungels in Amazonas ein weltliches Problem ist, weil wir die Luft brauchen. Ja. Dankeschön. Gut, ist in Ordnung. Dankeschön. Bitte weiter. Guten Tag, mein Name ist Heinz.